So, servus meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Evil Dynasty. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine weitere Runde, wir sind gerade auf dem Weg zum Holzfäller, beziehungsweise zum Jäger. Guten Morgen, ihr dürftet mal kurz die Werkbank nutzen. Wunderbar, wir können nämlich einen Bogen basteln. Das machen wir schnell. Sehr gut. Das ist doch eine super Geschichte. Steinpfeile, die Federn. Okay, das brauchen wir jetzt erstmal nicht, weil Bogen haben wir jetzt auf die 6. Wir haben Steinpfeile. Die können wir ausrüsten. 10 Stück erstmal. Es sollte erstmal genügen. Die Steinaxt. Wie viele Messer hast denn du noch? Kann es sein, dass du keine Messer mehr hast? Du bräuchst das Steinmesser, oder? Müssen wir noch ein paar Steinmesser machen? 5x Stock, 2x Stein. 5 Stock, 2x Stein, okay. Fünfmal Stock, zweimal Stein. Dann gucken wir mal schön ins Lager. Fünfmal Stock. 15, 15, 20. Lasst uns mal 25 rausnehmen. Steine. Wird dann, wenn ich mich nicht verzählt habe, 10. Lass nun 5 Steinmesser machen. Das heißt, das machen wir jetzt alles, bevor wir dann rübergehen. Nach Gustovia. Da haben wir ja noch ein bisschen was zu erledigen drüben. Die müssen natürlich weiterarbeiten können hier, deswegen müssen wir da gut dafür sorgen, dass die immer Werkzeug da haben. Die Äxte haben wir auch gebastelt. Die wollte ich dann auch abgeben. Wie viele Äxte haben wir denn? Wir haben hier die Eisenaxt, 2 Steinäxte. Zehn Stock, 2 Stein. Zehn Stock, 2 Stein. Nehmen wir die voll und gucken mal. Jetzt brauchen wir noch ein paar Steine. So schwer. Was sind die ganzen Werkzeugen jetzt oder wie? Hey, was haben wir? Die Küche! Yippie! Ist freigeschaltet, das ist doch mal fein. Wir haben ein Fleisch. Ja, gute Stücke. Kommt. Lasst uns die wieder rüberwerfen. Wir haben jetzt 5 Steinäxte. Ja gut, die sind alle jetzt gar nicht so leicht, ne? Die Sachen. Mal die Küche freigeschaltet bekommen. Das ist doch fein. Da können wir an die Küche basteln. Jawohl. Das haben wir auch schon auf unserem Zettel stehen. Das ist nämlich eine feine Sache. Natürlich können wir so nicht durch die Gegend huschen. Das Fleisch kommt mal rüber. Trinkschlauch, den behalten wir. Den Pelz können wir rüberschmeißen. Stein schmeißen wir hier rüber. Ach, den Stein brauche ich doch hier nicht. Was mache ich denn? Ja, okay.
Okay, so passt's. Das müsste drüben drin sein. Ja, ich brauche noch ein bisschen, um mich hier zurechtzufinden, was da wo reinkommt am besten. Genau, aber wir kriegen das hin. Mit der Zeit haben wir das Stein rüber. Raphael müssen wir mitnehmen. Der Fischspeer kommt auch darüber, den brauchen wir nicht. Die Sichel brauchen wir nicht. Die 5 Holzspeere, die können wir dann irgendwann auch vernudeln. Komm, lass uns die darüber packen erstmal. Steinmesser geben wir ab, die Eisenachsen nehmen wir mit, die Steinäxte geben wir auch ab. Da haben wir die Steinpfeile. Raphael müssen wir abgeben. Wo sag ich meine Rockenkiste? Die denn hin? Ja, mei, wo haben wir denn die noch? Und so weiter, Körperblöcke gesehen. Wo haben wir das hin? Haferkorn? Hä? Na gut, die Kiste mit trocken. Vielleicht hat er die, ohne dass ich es jetzt gerade auswendig so mitkriege. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Es wird schon passen. Dann wollen wir mal kurz zur Jägerhütte, da die Messerler abliefern. Guten Morgen, du kannst nichts arbeiten, gell? Ändert sich gleich. Du kriegst jetzt deine Messerlines. So, bitteschön. Brüder. Könnt schaffen, ne? Bist du eigentlich zufrieden mit deinem Mannequins? Ja, mal gucken. Alles klar. Okay, wird schon werden, ne? Ihr werdet euch schon zurechtfinden miteinander. Ja, du bist fleißig am Schaffen. Morgen Poznan. Hoffe, dir geht's gut. Die hätte ich hier nochmal ein paar Steinäxte reinschmeißen. So, dann kannst du hier richtig loslegen. Und wir würden jetzt einfach mal drauf loslaufen, mal gucken, was uns hier in den Wäldern noch so erwartet. Hat hier noch was neu gespawnt in dem Lager? Ich denke mal eher nicht, oder? Ne, da ist nichts mehr drin. Ne, das ist leer. Okay. Mal gucken, wann da mal wieder was drin ist. Gucken wir es irgendwann mal wieder an. So, vielleicht finden wir irgendwo hier nochmal so ein Schweinchen. Auf dem Weg rüber nach Gustovia. Ich dachte gerade, das ist was, aber das war ein Busch. Sind wir denn? Ja, wir sind schon fast in Gustovia. Dann bleibe doch noch dabei. Schädige ich euch jetzt einfach wegschauen, wenn wir uns hier auf die Suche machen nach irgendwelchen Tierchen. Hier vielleicht im Unterholz oder so. Da verstecken die sich doch immer gerne. So in den Bärenbüschen, aber es gibt keine Bären gerade. Ne, ne. Na gut, da oben sind wir schon in Gustovia. Lasst uns zu Dobrunjega gehen. Die Kiste mit Rocken abliefern, hätte ich gesagt. Mal gucken, was sie dann sagt zu uns. Gut stehen, zum Unigustel müssen wir dann auch noch gleich. Ja, was sitzt hier alles? Ja, da sitzen auch schon wieder ein paar. Aber gerade können wir niemand zu uns holen. Nee, ist gar nicht da. So was? Schafft die noch nix oder was? Die nur daheim im Bett? Ist die krank oder? Moment. Mack, mack, mack. Klopf, klopf.
Ja, jetzt geht man, schaffen, oder wie? Jetzt brauchst du auch nicht gerade gegangen. Willkommen zurück. Hat hier jemand Trocken bestellt? Lass mich auf meiner Liste nachsehen. Ewige Jugend, Weltfrieden, die völlige und endgültige Ausrottung von Mücken. Oh, ja. Rocken? Ja. Na ja, bitteschön. Gab es unterwegs Probleme? Keine hätte es welche geben sollen. Na, du siehst doch aus wie jemand, der Probleme förmlich anzieht. Na, danke. Hast du mich gerade hässlich genannt? Ja, das habe ich. Ich nehme deine Entschuldigung an. Hier ist deine Bezahlung. Oh, 200 Münzen. Bezwinger der einfachen Besorgung. Dann verabschiede ich mich als reicher Mann von dir. Mach's gut, Dorobonjäger. Na, du bist mir ein... Das Geschichte. Was hast du denn für eine weitere Geschichte? Best wird nach dieser Jahreszeit verfallen. Du musst dir etwas Ausrüstung für einen Jäger besorgen. 26 Steinpfeile zu früh da. Nebenquest? Habe ich den irgendwo angenommen? Hm, möglich. Ja klar, hier, Unigostels Geschichte muss ich jetzt machen, ja. Unigostel! Schläfst du noch? Bist du nicht? Ah, da bist ja! Sag doch was! Rasimir! Tag, Unigustel! Du stehst vor dem stolzesten neuen Hausbesitz im ganzen Tal. Und ich bin hier. Mit Bier. Na, wirklich gute Arbeit. In Ordnung. Glaube mir, meine Kehle mit diesem goldenen Gerstensaft zu benetzen und ihn in Erinnerungen an die alte Zeit wachrufen zu lassen. Ah, ich kannte Jordan 22 Jahre lang, bevor er starb. Er war mein bester und treuster Freund. Eigentlich mehr ein Bruder. Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns begegnet sind, als wäre es gestern gewesen. Ich war damals 25 Jahre alt, wow, 50 jetzt, und lebte im großen Jelenberg, wo ich auch geboren worden war. Man könnte sagen, dass ich diesen Ort hasste, aber er war das einzige Zuhause, das ich je gekannt hatte. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mehr darüber. Jedenfalls musste ich für mich selbst sorgen. Und das tat ich. Die einzige Art und Weise, die ich gelernt hatte. Stehlen. Du warst ein Dieb? Das war ich. Und ein verdammt guter, sage ich dir. Wenn ich das mal so sagen darf. Mit Taschendiebstahl habe ich mir mein Brot verdient. Ich hätte ein saftiges Stück Fleisch direkt vor deiner Gabel stehlen können und du hättest es nicht bemerkt. Dabei war es nicht Habgier. Ich wollte nur überleben. Allerdings würde ich lügen, wenn ich nicht behaupten würde, dass mir die Tätigkeit an sich nicht auch eine gewisse Freude bereitete. Stehlen bleibt ein Verbrechen, ganz egal, warum man es tut. Ich würde sagen, du wartest jetzt besser ab und hörst, was ich noch zu erzählen habe, bevor du dich so aufblusterst. Ah, sorry, erzähl mal weiter. Also, in Jelenberg gab es jedes Jahr ein großes Volksfest. Es lockte immer viele auswärtige Besucher an. Du kannst dir sicher vorstellen, was das für jemand in meinem Gewerbe bedeutete. Innerhalb von ein paar Minuten konnte ich zusammenbekommen, was sonst ein Tagesverdienst gewesen wäre. Ich schnappte mir ein paar Münzen hier und da, etwas Schmuck, ein paar neue Stiefel. Und dann sah ich diesen adligen Kerl, der einen dicken Geldbeutel an seinem Gürtel gebunden hatte. Ein Geldbeutel, der förmlich danach schrie, von mir befreit zu werden. Ich schlich mich durch die Menge, bis ich genau hinter ihm stand. So hatte ich es tausendmal gemacht. Ah, Kinderspiel. Ich fasste nach dem Beutel, ganz sanft und vorsichtig, ein paar kleine Bewegungen aus dem Handgelenk und schon hatte ich ihn in der Hand. Dann musste ich mich nur noch umdrehen und verschwinden, wie immer, aber dann, bäm, was ist passiert? Ich wurde so fest ins Gesicht geschlagen, dass ich dachte, mich hat ein Bulle überrannt. Es traf mich so unvorbereitet, dass ich erst wusste, was wie mir geschieht, als ich schon auf dem Boden lag. Mein Kopf pochte wie wild, sag ich dir. Ich konnte kaum geradeaus schauen. Weißt du, was das nächste war, das ich sah? Eine Faust, die zum nächsten Schlag ausholte, vielleicht? Na, nee, ein Lächeln. Ein riesiges, strahlendes Lächeln im Gesicht eines Mannes mit zwei verschiedenfarbigen Augen. Das war dein Onkel Jordan, der Kerl, den ich für einen Adligen gehalten hatte. Er reichte mir seine Hand, half mir auf die Füße und lud mich zu einem Bier ein. Warte, ihm war aber schon klar, dass du gerade versucht hattest, ihn auszurauben, oder?
Natürlich war er das. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Also war er dann einfach. Weißt du, dein Onkel war gefährlich schlau. Bei weitem der klügste Mann, der mir je begegnet ist. Er durchschaute die Welt wie niemand sonst. Er konnte Ereignisse vorhersagen. Er war allen anderen immer mindestens ein Dutzend Schritte voraus. Und deshalb, es war so selten, dass ihn jemand überraschen konnte. Das weckte seine Neugierde. Und er hat nicht erwartet, dass du... Ganz genau. Scheinbar war ich, obwohl ich es am Ende ja nicht geschafft habe, doch derjenige, der bei dem Versuch, ihn zu bestehlen, dem Erfolg am nächsten gekommen ist. Und das hat ihm gefallen. Also hast du seine Einladung angenommen, nehme ich an. Ich hatte nicht wirklich eine Wahl, oder? In dem Moment hatte ich eine Heidenangst vor diesem Kerl. Also zogen wir los. Er nahm mich in die teuerste und im vollsten besetzten Schenke der ganzen Stadt mit. Bedenke, das war während des Volksfestes. Überhaupt erst hineinzukommen, war fast unmöglich. Ihm schien es allerdings egal zu sein. In Sekundenschnelle hatten wir einen Tisch und gleich zwei Mädchen bedienten uns. Es war unwirklich. Für mich gab es nur eine Erklärung. Der Laden, der gehörte ihm. Und war das so? Absolut nicht. Er war zum ersten Mal in Jelenberg. Es fühlte sich alles wie ein Traum an, wenn ich ehrlich bin. Nach dem Schlag war ich ja auch immer noch etwas benebelt. Ich war sicher, dass er ein Adliger sein musste. Seine Manieren, seine Kleidung, die ganze Art. Er redete und sich bewegte. Und dann hatte er einen gewaltigen Zug drauf. Leerte sein Bier, als wäre es nichts. Wischte mit seinem Ärmel über den Mund und rülpste wie ein Elch. Er wurde von einem hohen Herrn zu einem kompletten Rohling. Einfach so. Schnipste mit den Fingern. Ich habe mich tausendmal an diesen Moment zurückerinnert, bevor mir klar wurde, wer das getan hatte. Er war kein Fehler, oh. Es war kein Fehler. Oh, nein. Es war auch keine Faulheit. Kein Moment der Schwäche. Er wollte, dass ich es sehe. Er wollte, dass ich es verstehe. Und dass du was verstehst? Na, dass er ein absoluter Schwindler war. Du musst verstehen, Rasimir, dass es jemand wie dein Onkel nur einmal gibt. Er führte seine Waffe wie kein anderer. Und diese Waffe, das war seinem Selbstvertrauen. Und was soll das jetzt alles überhaupt bedeuten? Na, stell dir eine fest verschlossene Tür vor, mit bewaffneten Wachen davor. Und du willst, was dahinter ist. Was für Möglichkeiten hast du? Gewalt, Bestechung, Versuchen, das Schloss zu knacken. Jordan dagegen, er hätte einfach den Kopf hochgehalten, wäre hineinspaziert und hätte verlangt, dass die Tür ohne Umschweife geöffnet wird. Du hattest recht, das alles klingt unwirklich. Ich suchte nichts davon. Die Geschichten, die meine Mutter über meinen Onkel erzählt hat, das waren überhaupt ganz, ganz andere. Weil sie, fürchte ich, einen ganz anderen Jordan kannte als ich. Als jeder in der Meute. Warte, Meute? Ah, oh, mein lieber Rasimir, es gibt so viel, das du noch nicht weißt. Unsere Geschichte hat dir ja gerade erst begonnen. Aber es wird langsam spät. Ach, jetzt komm schon, du kannst mich nicht so auf die Folter spannen. Also gut, ich werde dir ein kleines bisschen mehr erzählen. Nach dem ersten Bier hatten wir ein paar mehr. Also etwas Met war auch dabei, wenn ich mich recht erinnere. Wir unterhielten uns über unsere Vergangenheit, unsere Träume, Überzeugungen. Wir fingen an, ein paar betrunkene und wahnwitzige Pläne zu schmieden. Ich dachte, das wäre alles nur Spaß, wenn ich ehrlich bin. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich in Seidenkissen aufwachte. Ich nehme stark an, dass die nicht dir gehörten, oder? Machst du Witze? Das war das erste Mal, dass ich in einen solchen Stoff überhaupt auch nur in Berührung kam. Die Decke des Raumes war so hoch, dass ein Riese hineingepasst hätte, oder ohne sich bücken zu müssen. Ich dachte, ich träume. Dann kamen Bedienstete zur Tür herein. Ich war bereit zur Flucht, aber anstatt mich anzugreifen, präsentierten sie mir das Frühstück. Wirklich? Aber wie ist das möglich? Na, Jordan hatte das alles eingefädelt. Ich habe nie herausgefunden, wie er das angestellt hat. Jedes Mal, wenn ich danach fragte, hat er angefangen zu lachen, selbst Jahre später. Ich brauche wohl nicht mehr zu sagen, dass ich Jelenberg an diesem Tag mit ihm zusammen verließ. Das war das erste Mal, dass ich die schützenden Mauern dieser Stadt hinter mir ließ. Ich kam nie wieder zurück. An diesem Tag wurde die Meute geboren. Und 3 Jahre später waren wir zu fünft. Eine Familie. Wir nannten uns Memento.
Jetzt habe ich nicht gelesen, was ich gesagt habe. Immer sachte mit den jungen Pferden, mein Junge. Nicht alles daran war Spaß und Liebelei. Also das ist eine andere Geschichte. Es ist wirklich spät geworden und du hast sicher noch einiges zu tun. Wie wäre es, wir treffen uns morgen wieder und unterhalten uns dann weiter? Weißt du was, Unigos, so machen wir das. Für alles. Danke dir. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wo finde ich? Ah, du kaufst mir nichts mehr ab. Alles klar. Ja, wir sehen uns ja dann wieder. Ich glaube, ich bin betrunken. Ja, tatsächlich. Moment, im betrunkenen Zustand zu meiner Liebsten. Mal gucken. Malvina, wo bist du, meine Liebste? Zukünftige, da sitzt sie. Ach, so süß, guck mal. Schaut mal, ich muss auch schon meinen Bogen wegnehmen. Wie? Ja, ich bin schon da. Ich leg schon los. So, Malvina. Guten Tag, Fremder. Ich habe dieses Teil jetzt schon eine ganze Weile durchwandert. Aber ich suche noch immer nach dem richtigen Ort. Ja, Romantik. 26% bloß noch Zuneigung. Heieiei, da müssen wir aber Gas geben. Wie geht es dir, meine Schöne? Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Nicht so wichtig. So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt, ist zu früh. Manchmal scheint die Welt einfach nur leer und trostlos. Ich möchte bluten, nur um herauszufinden, ob ich noch am Leben bin. Du bist so fürsorglich. Ich bin sicher, dass du eine tolle Mutter sein wirst. Oh nee, weißt du, warum Bären keine Schwerter benutzen? Weil sie dich auch so überwältigen können. Hat sie einen Spaß? Hat sie einen Witz? Probieren wir mal. Na, ein bisschen hat es. Es ist gut, dass sie das nicht tun. Der Einsatz von Waffen würde sie noch unbärbarer machen. Eine echte Übermacht. Ja, Spaß hat sie die Malvina. So, wenn du ein Omelette machen willst, musst du ein paar Eier aufschlagen, sagt das mordlustige Huhn. Okay. Hast du von dem Schmied in Hornika gehört? Der hat richtig viel Kohle und immer mehr Eisen im Feuer nötig. Menschen stolz drauf sind, wer sie sind, sind heutzutage seit. Ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Mach ich mal. Plus 11. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Ah, jetzt mag sie nicht mehr. Es tut mir leid, ich brauche etwas Zeit, über das nachzudenken, was du gesagt hast. Habe ich eine Kleinigkeit? Leider habe ich nichts. Tut mir leid. Na dann. Mach's gut, liebe Malvina. Wir kommen wieder. Ja, ist mal eine gute Birne. Ja, Dito, viel Spaß bei deiner Birne. So. Dobronjega. Hello, Dobronjega. Du kannst mir Hafer-Ale abkaufen. Bitte. Was zahlst du denn dafür? 360. Have a good day. Dito. So, Unigosh Geschichte, warte auf den nächsten Tag. Zeit zum Jagen, was? 26 Steinpfeile. Wird nach dieser Jahreszeit verfallen, aber das könnten wir vielleicht sogar noch hinkriegen, oder? Aber wo ist die Früh da nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die ist. Warte mal. Lass dich hier nochmal hinmachen. Wo ist denn die Früh da? 490 Meter. Tschüssle, Malvina, wir kommen wieder, keine Frage. Was ist eigentlich mit dem Alvin seiner Geschichte? Wo ist eigentlich der Alvin? Alvin hat doch auch nie eine Geschichte, oder? Der schläft schon, das ist okay. Wo ist denn hier der Alvin? Jetzt haben wir doch auch noch gar nicht angefangen, oder? Hopft er noch oben rum auf den Feldern? Wie er das meistens tut? Lass mich mal gucken. Alvin! Alvin? Hier ist kein Alvin mehr. Hab ich ihn jetzt verpasst, den Alvin? Alvin, da ist er nicht, ne? Hallo Mathilda, ist der Alvin da? Da waren wir gerade schon. Ne, Alvin ist natürlich nicht hier. Gibt's hier einen Alvin? Guten Abend. Da ist keiner. Ja, wo ist denn der Alvin? Guten Abend. Hat hier jemand der Alvin gesehen? Guten Abend. Wen haben wir hier? Navoy. Edwin. Rasimir. Sobimir. Ich sehe ja bloß keinen Alvin.
Dobromira, okay. Wieso keine Alvin da? Nee, auch nicht. Wo könnte der Kollege Alvin sein? Mal gucken. Hat er jemand Alvin gesehen? Nee? Renner? Auch nicht? Sagt mal. Und der liebe Alvin geblieben? Da oben? Ah, da oben sitzt der gute Alvin. Hallo Alvin? Darf ich dich kurz unterbrechen bei deinem Abfälle essen? Was kann ich für dich tun? Hallo, mein Name ist Rasimir. Doch, ich bin der Alvin. Du kommst mir nicht bekannt vor. Bist denn du? Bist du neu hier? Ich komme aus dem Süden und bin auf der Suche nach einem Ort, in dem ich ein neues Leben beginnen kann. Nein, wir sind uns noch nicht begegnet. Was mich angeht, ich bin ein Bauer. Meine Aufgabe ist es, die Felder zu bestellen. Wenn ich ehrlich bin, mache ich jeden Tag dasselbe. Arbeit Jahr für Jahr. Wird das nicht mit der Zeit eintönig? Nicht du wäre, würde ich an Langeweile sterben. Ja, natürlich langweilt es mich. Wie lange würdest du es aushalten, dieselben Handgriffe wieder und wieder durchzuspielen? Und meine Familie braucht meine Hilfe. Ich tue mein Bestes, um für sie zu sorgen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen. Ach, kein Grund, dich zu entschuldigen. Ich bin einfach in letzter Zeit etwas angespannt und generell schlecht gelaunt. Es gibt da eine schwierige Angelegenheit, die mich ständig von der Arbeit ablenkt. Ach, worum geht's denn, Alvin? Vielleicht kann ich dir denn helfen. Es klingt vielleicht belanglos, aber ich bin diesen ständigen Streit zwischen meiner Mutter und Jarognjewa so leid. Ihr Sohn Dalibor kann meine kleine Schwester Olga einfach nicht in Ruhe lassen. Verstehe, dass es nur ein Spiel für ihn ist. Immerhin habe ich in seinem Alter oft mit seiner älteren Schwester Dobromira gespielt. Ich tat so, als wäre ich ein Ritter, ausgerüstet mit einem Stock als Schwert. Aber auch damit habe ich mutig ihre Ehre verteidigt. Wie jeder große Ritter. Das ist schon irgendwie niedlich. Ach egal. Komm, kommen wir wieder ins Hier und Jetzt zurück. Ich glaube, dass er eine Beschäftigung braucht, die ihn von meiner Schwester fernhält. Damit du bei der Arbeit wieder einen klaren Kopf hast. Das wäre wirklich super. Mal sehen, was ich tun kann, liebster Alvin. Ah, die Alvin-Geschichte haben wir jetzt mal auch gestartet. Hatten wir ja noch gar nicht angefangen. Jawohl, jetzt haben wir die Alvins Geschichte. Das heißt, wir müssen abliefern Dalibor ein Stückelein und ein Fladenbrot. Aber wir haben gesehen, Dalibor schläft ja schon. Wir haben der Technologie irgendwas freigeschaltet. Kräuterhütte ist es nicht. Die Scheune können wir bauen. Und die Küche, genau. Küche und Scheune können wir machen. Ja gut, mal Zeit. wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Was sagt denn die Uhr? 21 Uhr. Wir werden eh gleich zurückgespawnt. Weil es ist ja schon Herbst. Das heißt, wir sind bald im Winter. Wir haben jetzt nicht wirklich viel Winterklamotten, glaube ich. Und das mit der Früh da haben wir es eh schon erledigt. Da können wir nichts mehr machen. Das heißt, wir müssen echt nach Hause. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, ich nehme die Füße in die Hand, renn nach Hause, damit ich mir noch ein bisschen was anziehen kann. Wir haben ja noch ein bisschen was auf Lager und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder hier. Und ich freue mich auf euch und hoffe, wir sehen uns bald wieder gemeinsam. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin begleitet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denne. Ciao, ciao.